Der Winter ist wieder zurück. Wegen Schneeglätte und Graupelschauern hat es bereits zu Beginn der Woche mehrmals gekracht. Haben Sie schon Ihre Sommerreifen drauf? Und wenn ja, würden Sie die wieder wechseln? Stimmen aus Stuttgart. Ich habe Winterreifen drauf, weil ich sehr viel durch die Alpen fahre. Und vor dem 1. Mai kommen die nicht runter. Ich habe sie schon runtergemacht. Nein, ich brauche sie nicht, weil ich ganz fest davon ausgehe, dass nicht mehr so viel Schnee kommt. Ja, wir haben schon runtergemacht. Und nun? Und nun weiß ich nicht, da muss ich meinen Mann fragen. Da bleibt das Auto stehen. Ist weggelaufen. Das sehen Sie. No, das ist so. Wenn es gerade aufs Grad holen, mal vom Termin her, dann gewiss, wie das Wetter wird. Und jetzt steht er in der Garage. Jetzt wird gelaufen. Ist leicht. Arbeite bei meinem Onkel in seiner Werkstatt. Mache ich einfach wieder ran. Liegen auch dort. Geht leicht. Tja, dann bin ich ein Illegaler und ein Rechtsbrecher. Ja, aber ich würde sie trotzdem nicht mehr wechseln. Ich habe Allwetterreifen drauf. So einfach. Allwetterreifen. Deswegen brauche ich keine Winter-Sommerreifen. Ich wechsle. Ja, sehr praktisch. 10 nach 12. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen zur Drehscheibe. Ja, das hat wohl in der Tat viele noch mal eiskalt erwischt. Temperaturen im einstelligen Bereich, Schnee, Hagel, Wind. Alles, was so ein Novemberwochenende eigentlich ausmacht, allerdings eben mitten im April. Die Stimmung deswegen frostig in weiten Teilen der Republik, die Biergärten leer, Chaos auf den Autobahnen. Er ist wieder da, der Winter. Sieht so etwa Fahren im Frühjahr aus, Ende April? Eigentlich ja wohl nicht, aber genau so hat es das Kamerateam erlebt, auf dem Weg zu einem Unfall. Auf der A70 bei Haßfurt in Bayern, Massenkarambolage. Schnee und Graupelschauer verwandeln die Auto in eine Rutschbahn. Und damit hatte ja wohl niemand mehr gerechnet. So krachen dann gut ein Dutzend Fahrzeuge ineinander. 11 Menschen werden verletzt. Für den Rettungsdienst eine große Herausforderung. Während der Anfahrt macht man sich natürlich erst recht Gedanken, weil man ist ja nicht im Bild, man weiß ja nicht, was passiert ist. Und wenn dann Massenkarambolage auf der Autobahn als Stichwort kommt, da machst du dann schon Gedanken, was da alles so passieren kann oder was erwartet dich da. Aber durchdem das keine große Einklemmung war, dass man relativ schnell eben an den Verletzten war. Das war der große Vorteil. Auch das hier sollte für einige ein Wochenendausflug im Frühjahr werden. Doch es endet in der Katastrophe. Massenunfall auf der A23 bei Albersdorf in Schleswig-Holstein. Erst ist noch alles recht ruhig. Plötzlich zieht eine schwarze Wolkenfront auf, Schneeschauer prasseln nieder und dann geht alles ganz schnell. Wie ich das gesehen habe, fing auf einmal so ein Graupelschauer an. Ich weiß, ich bin vom Gas gegangen und da habe ich da hinten schon die Rundumleuchten gesehen, dass da irgendwas passiert ist. Bin hier rechts ran und mit dem schießt dann auf einmal dieser Wagen, der silberne Mercedes und so ein Bulli, voll an der ganzen Schlange vorbei, trifft den Wagen hier. Also das ging alles so schnell. Ich habe nur den roten Bulli da hinten gesehen, der richtig auf die zwei Autos drauf gedonnert ist. Aber da sind so Geisteskranke vorbeigefahren mit zig Sachen da. Nicht? Und man hat uns, also ich habe meine Geschwindigkeit ein bisschen angepasst, weil ich schon mal meine Sommerreifen schon drauf habe, weil man ja nicht mit dem Kälteeinbruch gerechnet hat. Nicht? Apropos Sommerreifen, viele haben die ja schon montiert, vor Wochen sogar. Doch angesichts solcher Bilder war das eigentlich richtig? Eigentlich haben sie keine große Wahl. Entweder sie wechseln nochmal die Reifen, das wird aber wahrscheinlich niemand machen. Die andere Wahl ist, das Fahrzeug stehen lassen, zumindest dann, wenn es wirklich glatt ist. Das heißt, am Nachmittag können sie vielleicht ohne Probleme damit fahren, aber morgens, wenn sie zur Arbeit fahren wollen, da wird es so kalt sein, dass sie eigentlich Winterreifen brauchen. Das heißt, umsteigen auf öffentlichen Nahverkehr.